Ein Ausflug in eine andere Welt. Das ist das kurze Fazit, das Winfried Haus und Renate Gabriel von der Allgäu-Orient-Rallye ziehen. Aber wer 6000 Kilometer quer durch den Balkan und den Nahen Osten zurücklegt, der hat natürlich mehr zu erzählen. Wir sind dann irgendwo Richtung Norden gefahren, auf unbekannten Straßen. Und plötzlich waren wir am Grenzübergang zum Kosovo. Das war ganz toll. Nachts um 22:30 sind wir mitten durch die Innenstadt von Prizren durch. Wir müssen uns vorstellen, Bamberger Sandkirch war ich, Samstagabend, schönes Wetter, genauso war. Und sie fahren mit 4 Autos durch. Zack, 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 die ganzen Windungen, so wie wenn sie einen Domberg dann raufschlängeln. Ne? Und haben es geschafft gehabt. Besonders der Trip durch die Türkei bleibt dem Paar aus Frensdorf besonders in Erinnerung. Das Land, die Leute und ja auch die Straßen. Zweispurige Straßen in jede Richtung, 7,50 Meter breit, nagelneu, ohne Schlaglöcher, nonstop. Geht. Klasse. Also wenn Sie aber einen Abstecher machen ins Nebendorf, dann würde ich sagen, nehmen Sie einen Eselsband oder fahren genau. Vorsichtiger. Nach 3 Wochen erreichen die beiden das Ziel in Jordanien. Und das nur mit Hilfe einer Landkarte. Ein Navigationssystem ist bei der Rallye nämlich nicht erlaubt. Aber die beiden wissen sich auf ihre Art zu helfen. Dann war Wüste, Wüste, Wüste. Und irgendwann gabelte sich die Straße eine halb links, eine halb rechts. Aber ohne Schild. Toll. Dann, wie fahren wir weiter? Sie hat gesagt rechts, ich habe gesagt, okay, wir fahren links. Und dann hat es gepasst. Hat toll gepasst. Auch das Übernachten in Hotels ist tabu. Aber eine Matratze im Heck tut's ja auch. Das Auto wächst ihnen nicht nur deswegen ans Herz. Der Fiat lässt die Frensdorfer nicht im Stich. Dennoch muss er am Ende in Jordanien bleiben. Auch das steht im Regelbuch. Tut mir sehr leid, das sagen wir. Was ist damit passiert? Wissen wir nicht. Das heißt, er wird ausgeschlachtet für soziale Projekte in Jordanien. So heißt es. Dann fragt man da nicht. Nein. Das lassen wir mal so stehen. Bei der Allgäu-Orient-Rallye dabei gewesen zu sein, bereuen Renate Gabriel und Winfried Haus nicht. Den Hauptpreis, ein Kamel, gewinnen die Frensdorfer zwar nicht, dafür aber wertvolle Erkenntnisse. Verlass dich nicht auf andere, verlass dich auf dich selbst und trau dir selbst was zu und das kann man alles schaffen, das ist wirklich. Ob sie noch einmal an der Allgäu-Orient-Rallye teilnehmen, wissen Renate Gabriel und Winfried Haus nicht. Aber auch so bleiben viele tolle Erinnerungen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.